Es ist Zeit fürs Finale. Mission 3 und 4 der Trojaner-Kampagne. Und dann haben wir alle Kampagnen durch. Also wirklich alle. Und es hat nur 5 Jahre gedauert. Tyros. Oh, das sieht wieder so Troja-mäßig aus. Nur, dass wir selber als Trojaner spielen. Belagerungswaffen sind hilfreich. Wo ist das Doubt-Meme, wenn man es braucht? Weil ich habe so meinen Zweifel, dass die helfen werden. Zumindest nicht mit dem aktuellen Balancing, sorry. So, ihr arbeitet schon mal. Wir brauchen unbedingt Siedler. Die Mission sagt auch, wow, Belagerungswaffen. Oh, 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 oh. Sollen wir das wirklich... Ich meine, hier ist sogar Schwefel. Also daran haben sie wenigstens gedacht. Streambug. Moment, Moment. Ich hab die falsche Dings drin. So, jetzt. Nein, nicht die, sondern... Die, hier. Belagerungswaffen sind hilfreich. Ich hab da noch meine Zweifel. Ich hab das Problem bei Siedler muss ich immer eine andere Szene nehmen, weil ich glaube, Siedler braucht. Es gibt ja Window Capture, es gibt Game Capture und es gibt Desktop Capture. Und ich glaube, wegen Settlers United oder Settlers United akzeptiert das Spiel kein Game Capture mehr. Aber so ziemlich alles andere nimmt Game Capture und deshalb war das doch vorhin falsch eingestellt. Ich habe es vorhin sogar noch gesehen, aber dann vergessen es umzustellen. So, wir haben hier Schwefel, also... Wir könnten auf Belagerungswaffen gehen, aber ich finde, wir können es mal aus Spaß machen, wenn wir angreifen, aber es wird halt, also wir können das unmöglich, das komplette Ding durchziehen. Wenn der Belagerungswaffen-Rework irgendwann möglich sein sollte, dann können wir uns das nochmal anschauen. Aber damit rechne ich aktuell nicht. So, machen wir hier ein 1 und hier. Oh, ich hoffe, das haut hin. Wobei hier, wir können auch das bauen. Wir haben ja zum Start ein bisschen an Brot. Mach Belagerungswaffen einfach unzerstörbar. Ich meine, Siedler 3 konnten Türme sie ja nicht angreifen. Und ich glaube, Bogenschützen generell nicht. Huch, jetzt habe ich doch zu wenig Betten. Habe ich gerade irgendwie falsch gezählt. Jetzt mal gucken, was haben wir alles? Wir haben wir Schmiede? Ja, wir haben normal. Wir haben ganz normal Schmiede. Wir haben keinen Jäger zum Start. Wie viele Ballisten kannst du finanzieren? Ja, es gibt neue Zuschauerbelohnungen. Also auf diesen Metzelkarten sind die Biologen ein bisschen penetrant. Aber nur ein bisschen.
Also was kommt, wir haben so wenig Stein hier und wir werden so viel davon brauchen. Wir bauen einfach noch eine zweite Steinmine. Wir haben ja... Nee, wir haben... Bergmänner haben wir zwei und wir haben noch Spitzhacken. Also das ist okay. So, können wir hier gleich... Da ist ein Stein, ne? Das ist wahrscheinlich komplett im Weg. Das Ding ist ja, die KI reagiert nicht auf Kriegsmaschinen. Das heißt, man könnte sogar ein paar Späße sich mit erlauben. Eine Schwefelmine. So, noch schon mal eine Kohlemine. Eine Eisenmine und noch eine Kohlemine. Und für Siedler müssen wir sorgen. Ja gut, ich finde immer noch, dass das Schwefel das Mittel der Wahl für... Fuchserkatapulte sein sollte. So, die Lager sind fertig. Lagert mal bitte das Holz ein, dass die Produktion bitte nicht stockt. So, pass auf, wir brauchen zumindest schon mal eine Bäckerei. So, Stein haben wir genug. Creative, dass die Schwefelmine, dass wir die überhaupt bauen, ist der Deal. Es hat niemand gesagt, dass sie nichts bringen darf, wenn es um Kriegsmaschinen geht. Wir haben auch Biester. Oder zumindest einen. Ich finde es übrigens interessant, jetzt mit, jetzt wo ich die Sachen bei OBS umgestellt habe, hört man beim Stream auch sogar mal den Lüfter. So, Stein dürft ihr auch abziehen, aber pass auf, ich nehme jetzt mal von der Steinmine weg, damit die Steinmetze hier arbeiten können.
So. So, bauet, meine Untertanen. Einer Phänomen, willkommen zum Stream. So, wir brauchen auf jeden Fall Pios und ein paar Spitzhacken. Heute war rechtzeitig da. Ja, zumindest fast, ne? Ich finde es auch immer erstaunlich, ich habe jetzt von der Weile ja meine Streamcord-Geschichte da umgestellt, für das die Discord-Benachrichtigungen macht. Da gab es wohl irgendwie ein Update, man musste das dann anscheinend auf irgendwas umstellen. Das habe ich ja eigentlich nur aufgerufen, weil das mit der Rolle, weil das ja vorher immer Everyone gepinkt hat und jetzt pinkt es, nutzt es die Benachrichtigungsrollen mit, die ich drin habe. Und ja, seitdem, ich glaube länger als 2 Minuten, dauert es nie bis, also hat zumindest bis jetzt es nie gedauert, bis die Benachrichtigung da war. Die war immer schon irgendwie, ich habe darauf gerufen, wie, die ist schon da? Das habe ich, bin ich ganz überrascht, weil sonst hat die immer ewig gebraucht. So, Mensch. Ich habe mich schon gefragt, wann die Pingfront schon wieder kommt. Das geht mit kleinen Häusern so schön schnell. Es ist wundervoll. So, wir haben jetzt einiges an Zeug. Wir haben sogar 3 Angeln. Auf jeden Fall Gold, wir brauchen mehr Kohle. Wenn der Baum da weg ist, kriegen wir es dann hin, dass wir hier eine Kaserne bauen dürfen. So, ihr helft hier. Und bevor die Werkzeugschmiede eidelt, machen wir nochmal 5 Pios. Die können dann hier arbeiten. So, das hier ist frei. Das heißt, wir brauchen jetzt auch die Steinmetze hier nicht mehr.
Hast du die Farbe ändern, nur weil ich in jedem Stream ein Ätzend Zusim ausgeben, um nicht rosa zu machen. Das, beziehungsweise dadurch ist ja jetzt auch ein kleiner Farbenkrieg möglich. Falls es da einen Spalter im Chat gibt, die andere Farben haben wollen, dann könnt ihr euch gegenseitig ein bisschen ärgern damit. Kriegstreiber. Mhm. Ich bin so ein bösartiger Mensch. Also, ich weiß jetzt, wo du es sagst, ehrlich gesagt nicht, wie ich nachts schlafen kann. Wobei noch eine Gewichtsdecke. Ich hab jetzt, hab ich ja schon erzählt, ich habe mir jetzt zum Geburtstag eine Gewichtsdecke schenken lassen. Die hatte ich irgendwann mal auf die Amazon-Wunschliste gesetzt und dann wurde sie mir geschenkt. Und ich muss sagen, weiß nicht, ob es nur allein daran liegt, aber ich habe das Gefühl, ich schlafe besser durch. Und habe auch das Gefühl, dass ich mit weniger Schlaf durchkomme. Zumindest in der Nacht. Es kann zwar dann durchaus sein, wenn ich halt nicht meine vollen Stunden habe, dass ich dann trotzdem nochmal tagsüber müde werde, aber zumindest komme ich in letzter Zeit öfter mal auch vor mittags aus dem Bett. Kannst du Helena bauen? Ja klar. Helena ist hier. So, wir machen mal gerade die Goldmiete, hier Fisch für alle. So, die Frage ist, wo befindet sich unser Gegner? Also der wird ja irgendwo hier im Westen sein. So, wir bauen mal noch ein bisschen mehr. Hier passt kein Wasserwerk hin, das ist echt ein ästhetisches Verbrechen. Rekrutiere einen Hauptmann. Moment, dafür müssen wir... Wir bereiten einfach mal die Rüstung vor. Ich muss übrigens zu meiner Schwester gehen, sie schlagen, weil sie ihren Namen nicht rosa machen will. Oho. Oh, das hier sieht mit den Ruinen jetzt auch irgendwie so aus, als sollte da was sein. Hydrieren, Moment. Okay, so sehen übrigens die Besitzverhältnisse auf der Karte aus. So, wir brauchen auf jeden Fall auch mehr Kohle. Haben wir den Hauptmann? Ja, wir haben hier einen Soldaten dazu bekommen.
nur irritierend, weil wir schon zwei Hauptmänner zum Start hatten. Dieser Chat ist viel zu bunt heute, ihr müsst alle rosa sein. Spitzhacken. Vielleicht war ich ein bisschen aggressiv mit dem Ausbau hier. Ich habe keine Siedler rumstehen, ne? Das ist gerade alles zu viel. Zum Besetzen des Gebäudes ein Hammer. Warte, ich bezahle doch jetzt nicht extra das hier, ne? Und so, wir können einfach einen Geologen umwandeln. Und ich fange an zu glauben, wir brauchen jetzt doch die Steinminen langsam. Brot müssten wir ja haben. Aber sorgt bitte mal für Siedler. Wir brauchen auf jeden Fall doch mehr. Wir brauchen hier. Da passt noch ein kleines Haus hin. Ihr bunten Grüßen natürlich pink ist. Ihr abscheut nur die gewissen pandarischen und kreativen Elementen ausgibten Druck zur Monochromie. Sehr schön ausgedrückt. Leute, sorgt mal bitte für Siedler. Alles andere ist jetzt gerade mal zweitrangig. Das hier ist gleich fertig. Wo läufst du hin? Oh. Was ist hier drüben? Ach so, die Kohlemine. Okay, das Haus ist fertig. Auf unserer Chatfarbe, wir stellen uns den Pink Supremacist entgegen. Oh, das ist ja jetzt schon wild. Purpurfarbene Trojaner. Ja, wurde gerade
drum gebeten. So, du machst mal da oben sauber. Können noch ein bisschen Mana machen, aber Moment, müssen jetzt mal mit dem Bau hinterherkommen. Wobei es lange nicht an den Rohstoffen. Ich habe uns festgestellt, mein Scrollrad, also es hätte mir schon längst auffallen müssen, aber ich habe es gecheckt, mein Scrollrad ist komplett grip. Also wenn man sieht, ich drehe jetzt nur in eine Richtung. Okay, jetzt gerade ist natürlich Vorführeffekt. Man hat es nur einmal kurz gesehen. Da vorhin nochmal. Also ich rolle in die eine Richtung, aber manchmal macht er dann trotzdem einmal in die andere. Also da ist irgendwie der Mechanismus kaputt. Solange man nicht scrollen muss, ist ja auch alles okay, aber es ist ein bisschen nervig. Und ich habe leider geguckt, die Maus kann man, soweit ich das erkennen kann, auch nicht aufschrauben und gucken, was da Sache ist. Sonst hätte ich gerade versucht, das selber zu beheben. Ich bin schon alles wieder gebaut. Ich bin beeindruckt. So, wo wollen wir denn mal für... Hier, ich würde sagen, da sollten wir für was sorgen, dass wir was haben. Dann bauen wir hier auch eine Pfeilmanufaktur. Hier kann ein Lager hin. Und eine Fahrzeugmanufaktur. Du findest keine Bäume mehr. Ich weiß ja nicht. So, machen wir mal nochmal gerade ein paar Bauarbeiter und Planierer. Die Pinkverweigerer sind absolut bereit, die Situation so frei einstellen. Andere des Pinkverweigerer sind Faschisten. Was wir hier für krasse Positionen hier im Chat haben. Also ich weise darauf hin, die einzige Farbe, ist die in dieser Map of Limits ist, ist dunkelblau, weil das halt die KI-Farbe ist. Und ich glaube, ich habe auch auf der Belohnung nur 10 Minuten Cooldown eingestellt. Also, kommt überhaupt was? Ich produziere noch keinen einzigen Soldat. Doch, ja, hier ein paar haben es am Anfang produziert, aber... Ich finde, blau ist die... ich habe tatsächlich damals in meinen Spreadsheets ja den Völkern eine Farbe zugeordnet und ich habe tatsächlich dann blau für Trojaner genommen, grün für Wikinger, gelb für Maya und rot für Römer.
So, wir können schon mal einmal den Türzauber machen, aber ich baue einfach hier nochmal einen Tempel. Wie wollen wir das Penny verführen, wenn wir nicht alle pink sind? Ich bin hier, du bist hier, Schnabeltier. Das klingt nach einem Zitat aus Phineas und Ferb. Ja, stimmt. Boah, ich erinnere mich dunkel. Ich kann... Kann sein, ja. Irgendwie... Das Ding ist, ich habe Deponia nur angefangen. Das fand ich damals tatsächlich extrem krass. Also ich war halt schon, oh, keine Ahnung, wie alt war ich? 14 oder so, als Phineas und Ferb halt, als das anfing. Und Perry, der Schnabeltier, war aber halt irgendwie halt doch ein Ding bei uns in der Klasse. Ich glaube, ich war sogar schon ein bisschen älter sogar noch. Ich wäre ja dafür, die Farben aller 8 Parteien gleich zu machen, dann eine 8-Spieler-Karte zu spielen. Da noch per Skript einstellen, dass man nicht die Sicht vom Verbündeten hat. Boah, Leute, ihr seid aber... Ihr seid aber wild drauf. Hallo. So, jetzt benötigen wir diese Türme hier aber nicht mehr. Jetzt haben sie nur... Jetzt hat das nur leider zur Folge, dass... Hier, der Tempel. Das wäre ein bisschen uncool, wenn die jetzt meine ganz neuen Priester einfach abmurksen würden. Wow. Da hat man sie wieder gesehen. Alle Spieler sind das dunkle Volk. Was kann da schon schief gehen? Ja, was ich gerade meinte, ich fand es damals tatsächlich sehr erstaunlich, wie beliebt doch Phineas und Ferb tatsächlich doch auch in meiner damaligen Altersgruppe war irgendwie. Ja, neue Siedler. Ja, wenn man, ich meine, ganz ehrlich, wenn man Gold überproduziert, dann ist das halt auch praktisch free. Wie kann man so viele Soldaten in eine Burg packen, indem man mit Ubo spielt? Weil ich da Burgen gebufft habe. Jetzt eigentlich ein Limit, wie hoch man das Limit für Türme und Burgen setzen kann. Ja, 10 Schwertkämpfer und 10 Bogenschützen mehr unterstützt die, hier, die GUI nicht. Und alles darüber bringt halt auch das Spiel zum Abstürzen. Also insgesamt 20. Boah, wir haben einfach so einen Nahrungsüberschuss gerade. Das ist, auch nicht normal. Was wir dafür haben, ist eine Goldunterproduktion. Das sollten wir vielleicht mal gerade ändern. Wo können wir nochmal was reinquetschen? Komm. Hier, die Häuser benötigen wir nicht mehr. Stell dir trotzdem vor, wie 10 Soldaten, 20 Soldaten in einem kleinen Turm hocken, wie so ein Clown-Auto. Ja, absolut.
Zumindest jetzt kriegen die das, jetzt kriegen die das Zeug nicht weg. Pass auf, wir können ja die Zielobjekte schon mal in Auftrag geben. Vervollständigt werden können sie ja dann, sobald das Gold da ist. Hat das Spiel durchbekommen? Ja, Forgotten City habe ich durchbekommen. Ich habe auch gestern noch die anderen Enden gespeedrunnt. Ich meine, das eine kannst du in weniger als 10 Minuten haben. Und die anderen waren mit dem Save, den wir schon hatten, halt auch nicht wirklich schwer zu bekommen. Ich glaube, bei einem hatte ich nur ein bisschen Probleme wegen einer Formalität, dass mir halt die entsprechenden Dialogoptionen angezeigt wurden, aber das war's. Ich meine, was ich noch echt überlegen muss, ist, ob ich den Run mache, dass man praktisch das beste Ende mit der minimalen Anzahl an Zeitschleifen erreicht. Ich meine, es geht wohl dann tatsächlich, also erlaubt sind wohl 3 Loops. Man kann es anscheinend sogar mit einer schaffen. Aber also das Ding ist, ich weiß halt noch nicht so genau wie und ich würde das halt auch nicht nachgucken wollen, weil ich mir dann irgendwie denke, dann kann ich es halt auch lassen. Wie sieht an die anderen Enden halt nicht so? Ja gut, das Ende, was wir hatten, war halt das Beste, ne? Und ja, der Rest war halt vergleichsweise kacke. Hast halt verkackt. Im unterschiedlichen Ausmaß. Nee, Julia war deswegen halt auch nicht am Ende vom End dabei. Aber das ist nicht das, worum es geht, wenn du das beste Ende haben willst. Wenn du sie gerettet hast, dann ist sie natürlich auch dann da. Also das hat schon einen Einfluss. Wenn irgendjemand erraten kann, was ich gemacht habe, während er das gespielt hat, werde ich so tun, als hätte die Person falsch geraten. Wo können wir denn mal einen Springbrunnen hinsetzen? Komm, zumindest hier. Sieh mal, wie fett der Springbrunnen ist. Bitte spoilert mir das Spiel jetzt nicht. Ich glaube, ohne Zusammenhang bringt dir das auch nichts, aber ja, du hast schon recht. Ich weiß, glaube ich, sogar, was über mir los war. Nee, ich weiß nicht genau, was du gestern getrieben hast. Also, nee, vorgestern, so rum. Echt nicht vielleicht besser so? Ach komm. Als wären deine Geheimnisse bei mir nicht sicher. Du kannst mich doch hier nicht abschauen und so tun, als wäre ich, nicht vertrauenswürdig. So, mehr Zielobjekte. Viel, viel mehr. Vor allem irgendwo in die Pampa, wo sie keine Sau interessieren dürften. Weil, ja, so funktioniert Kultur.
keine Sorge, du bist sehr vertrauenswürdig und die Pinkverweigerer nicht. Das ist aber halt auch mickrig, womit die kommen. Jetzt bringen sie nicht mal mehr Priester mit. Mehr Gold. Mehr. Man könnte jetzt meinen, ich wäre gierig. Und jetzt muss ich gerade daran denken, was das früher für ein Drama war, wenn YouTuber Partner geworden sind und dann Geld mit ihren Videos verdient haben. Ich glaube, das war aber auch vor allem, ich glaube, das war ruhig vor allem eine YouTube-Deutschland-Sache, dass das überhaupt kontrovers war. Wenn, gut, jetzt interessiert das auch keine Sau mehr. Ich hatte einen Conquistador, what? Nein. Ich doch nicht. Bitte, das ist mein Gold. Das befindet sich in meinem Berg. So, mach mal da noch sauber. So, ansonsten haben wir nicht mehr Großsteine. Ne? Hier wäre noch. Yippie! Besitz ist ja so eine Definitionssache, ne? Genau! Hi, Teens, willkommen zum Stream. Ja, vor allem brauchen wir im Moment Gold. Steine ist nicht das Thema gerade. Noch mal Property. Ja, Besitz ist auch so eine subjektive Sache. Ich muss gerade an eine Szene aus Babylon 5 denken. Humor ist so eine subjektive Sache, findet ihr nicht? Eine Schwefelmine. So, ich gebe euch eine Kriegsmaschine kostenlos. Wir testen gleich mal, wie weit wir damit kommen. Mit hoher Kampfkraft. So, Einstellung öffnen. Du sagst, RB 86. 50. Und 20. Was ist das denn für eine Farbe? Das ist ja schon... Also, ja, es ist halt irgendwie so ein Pseudo-Orange, aber halt, ich finde eigentlich viel zu blass, als dass das gut aussieht, to be honest. Seht ihr, es ist ja braun, also fast Faschist, ja. Thank you.
So. Go back. Ja, das ist, dafür wirst du nutzlos umhergeben müssen. Ey, guckt euch das an, das ist doch erbärmlich. Letztes Mal bei einem Italiener gesessen, wir doch eine alte Zeitung. War eine aus 1934, alles 38. Da ist meine Augenbraue gezogen, aber ich hatte auch schon zu viel Wodka Lemon Intus. Das ist sehr spezifisch. Rekrutiere einen Hauptmann. Moment. Es kann nur sein, dass ich dafür kurz den Rest ausschalten muss. Also da müsste halt eigentlich der Hauptmann Priorität nehmen. Gerade weil man die ja normalerweise nicht massenproduziert. Weil sonst ist halt das Erste, was möglich ist, direkt priorisiert. Und das ist halt Kacke. So, wir haben 115% KK. Wir kriegen doch mal auch ein bisschen mehr raus. Bearbeiten hat Cooldown. Ja, ich glaube 10 Minuten oder so. Ich finde es gerade erstaunlich, dass ich selbst mit 9 Goldschmelzen nicht genug Gold für 3 Waffenschmieden plus halt ein paar Zielobjekte produziere. Wenn man nie genug Gold. Gut, als Trojaner ist halt hinter die einzelnen Goldschmelzen relativ lahm. Aber da fällt auch relativ klein und vor allem auch sehr billig, weil du kannst die, dadurch kannst du sie halt auch sehr schnell bauen. Will ich hier noch was bauen? Wobei, hier, wir können noch einen Turm bauen. Und dann kann die Burg nämlich tanken und kriegt dann nochmal richtig die Pfeile ab. Also die Gegner. Gegen die Faust-Trojaner einfach so chillig. Naja, bedingt, ne? Wenn die Manacopter kommen, in der Regel, wenn man nicht gerade meine Exploit-Strat einsetzt, ist nicht so chillig. So, wie sieht's aus? Ja, wundervoll.
Komm, ich schick mal die, die hier hin. Seit Ubers Friedensstift gegen das TV schon ziemlich heftig. Ja, wobei Friedensstift echt fast schon wasted ist gegen solche relativ schwachen Einheiten. Aber das dunkle Volk, das hält sich halt massiv zurück. Es setzt seine Macht eigentlich nie ein. Allein schon, weil halt immer hier an den Rändern die dunklen Gärtner rumstehen und ihre Eskorten. Deshalb ist halt meistens nur ein Bruchteil von den Streitkräften des dunklen Volkes überhaupt in der Lage, aktive Handlungen vorzunehmen. Warum die FPS-Zahlen, ne? Wow, okay, das war jetzt gerade sehr knapp. Oh, warte, Rucksack-Katapultisten können, glaube ich, gar nicht, ne? Ich glaube, Rucksack-Katapultisten und Blasrohrschützen dürfen keine Fahrzeuge angreifen. Das ist ganz schön schnell. Ja, aha. Was nicht so schnell geht, geht der Bau hier gerade. Gut, ich glaube, die sind gerade alle mit dem Zierpack beschäftigt. Aber hier 135, 117. Also, das hier ist hoffnungsloser Fall für den Gegner, würde ich mal behaupten. Ich bin mir jetzt nicht, ob die Soldaten des Dunklen Volkes lebendig sind. Ich glaube nicht, dass sie alle Kennzeichen des Lebendigen erfüllen. Und ich kann natürlich nicht die Verletzten nur rausnehmen, die zwei. Ich muss alle rausnehmen, weil die an der ersten Stelle sind. Das ist so ein absolut schlimmes Ding. So, schauen wir doch mal, was wir mit 135% Kampfkraft machen können. Kann man nicht das Hardcap von 150% Kampfkraft durchsetzen? Ich glaube, es geht irgendwie, aber... Und zwar, glaube ich, mal irgendwie auch angedacht. Zumindest irgendwie, ich weiß nicht, ich habe mal dieses eine Mockup gesehen von hier einer Option für die Einstellung, dass das aktivieren sollte. So, 4 Treffer. Also man sieht, sie schafft zumindest am Alleingang 2. Das ist eine Belagerungswaffe und sie schafft halt 2 große Türme mit 135% Kampfkraft. Das ist enttäuschend. Friedschriften beim Kill beim TV alle Soldaten im Kraus, nicht nur 8. Was? Hä? Das Limit müsste ganz normal gelten. Die Farbe so schreibt dann, dass wir das die Pinkfeiger schuld sind an der beschissenen Bäume, der Tod von alle antiken Fahrzeuge. 5 Baum und Türme one-shotten. Ja, ist vielleicht sogar der. Also, keine Ahnung. Weil ich sie ja zur Reparatur zurückschicken könnten. Ich glaube, sie neu zu bauen und neu zu bewaffnen ist schneller.
Regel laufen Belagerungswaffen ja nicht ohne herum. Ja, aber sie machen auch nichts besser als die Armee. Also selbst ihre eine Aufgabe, die sie haben. Die haben einen Job. So, wir bauen auf jeden Fall noch die Kriegsmaschinen, die 5. Und dann möchte ich, wir machen das jetzt einfach mal. Ja, es geht mir nicht um den Schaden pro Schuss, vor allem wenn Munition halt auch mal irgendwie was ein begrenzender Faktor sein soll. Ich glaube, wären die Probleme mit Kriegsmaschinen so einfach zu lösen, dass man nur zwei Stats ändern muss, dass die änderbar sind, dann hätte ich das auch schon längst getan. Aber leider liegt es ein bisschen tiefer als das. So, mal gucken, wie es jetzt aussieht. Mit 6 zusätzlichen Bogenschützen, die alles mit Pfeilen bespicken. Lässt sich auch einfach kein Counter mit Förstern. Ja. Also hat es Age of Empires ganz gut hingekriegt, dass man dieses Attack Ground Feature zumindest bei den fortgeschrittenen Katapulten hat. Womit dann auch Bäume wegkommen. Wobei, da kannst du ja keine Bäume selber platzieren. Sag mal so, alle Probleme kriegst du von den Kriegsmaschinen nicht gelöst in diesem Game, weil du einfach so tiefgreifende Änderungen niemals machen kannst. Da ist ein neues Spiel machen doch tatsächlich einfacher, würde ich behaupten. Eine Waffenschmiede zu wenig. Nee, nicht Waffenschmiede, Werkzeugschmiede, so rum. Ja, Hitbox ist auch so eine Sache. Beziehungsweise ich glaube, Hitbox vielleicht nicht mal unbedingt, aber sie muss auf jeden Fall in der Lage sein, durch zivile Siedler durchzufahren. In irgendeiner Weise, weil sonst kriegst du sie im schlimmsten Fall nicht mehr durch deine eigene Siedlung und du kannst ja die normalen Träger nicht selektieren und rumschicken. Anders als zwischen den Villager in Age of Empires. Rüstungskarren. Oh ja. Vor allem das Ding ist, Siedler haben ja keinerlei Hinderniserkennung bei, also zumindest nicht, was dynamische Hindernisse angeht. Also sie erkennen sich ja nicht gegenseitig als Hindernis. Das heißt, wenn du Pech hast, laufen Siedler oder Esel immer wieder in den gleichen Siedler oder Esel rein. Und ich glaube, Siedler weichen Eseln auch nicht aus. Das kann gut sein.
Esel da, Leben vorbei. So, gucken wir doch mal, dass wir das Innere der Siedlung zerstören und dann mit den Kriegsmaschinen den Rest clearen. Genau, das mit dem Metzger, das war vor allem beim Wikinger ein Problem. Das haben wir aber auch mit Settlers United dann gefixt. Wir sind, also ich glaube Rob war das, der ist die ganzen Gebäude durchgegangen. Und hat dann geguckt, bei welchen die Tür praktisch schon nur einem Feld erreichbar ist. Und es gab noch ein paar andere Edge Cases. Ich glaube zum Beispiel der Marktplatz vom Trojaner. Da waren die Bauarbeiter ein bisschen ungünstig platziert, dass unter Umständen dann der Bauarbeiter-Spot außerhalb der Grenzen sein konnte. Weil er halt nicht direkt an den Building Post Lines dran war. Und dann konnte der Marktplatz unter bestimmten Umständen nicht gebaut werden. Also die Rohstoffe wurden hingeliefert, aber die Bauarbeiter konnten halt nicht dahin. Blaupolo sieht immer mal nach. Ja, aber ich glaube auch, dass auf diesen Karten ist es, glaube ich, ziemlich üblich, dass die KI kostenlose Träger kriegt und dafür halt nicht wirklich selber bauen kann. Also das habe ich auf vielen der Maps gesehen, als ich in die Skripte geschaut habe, dass irgendwo Trigger waren, dass dann irgendwo sie danach gespawnt werden. Ich glaube, es wäre natürlich für so eine Karte hier wahrscheinlich auch sinnvoll zu sagen, man macht den äußeren Ring mit den Türmen zu einem separaten Spieler, dass der nicht besiegt werden muss. Sondern man muss nur das Innere, dass man nicht jeden einzelnen scheiß Turm erledigen muss. Sollte er nicht das Angriffsverhalten des Gegners triggern, sodass er nicht verteidigen kommt. Das ist korrekt. Oh, Fatal Error, das ist nicht gut. Und es ist irgendwie oft, glaube ich, mit diesem Zauber verbunden. Das finde ich auffällig. Ich weiß nicht, ob das irgendwie das Pathfinding überlastet, wenn der Zauber die alle umwandelt und dann die eigenen Siedler da rumlaufen und dann die Siedler von denen die Waffen aufheben wollen. Kann das sein, dass das zu viel für das Game ist?
ausgerechnet mit HP zusammen. Wieso mit den Hitpoints? Wieso sollte es? Aber brauchen wir Spitzzacken? Warum sagt denn da keiner was? Ein Schwertkämpfer, der gerade stirbt, wird konvertiert. Nee, das kann also das eigentlich nicht sein. Also wenn es nicht komplett unsauber geschrieben ist, sollte das Spiel ja tickgenau wissen, dass die Einheit nicht mehr existiert und dann entsprechend auch vom Zauber nicht mehr betroffen werden. Das Spiel muss sich gerade einfach wegen der Farbe übergeben. Du kannst sie ändern! Mit dem Pionierpunkt annehmen. Ich habe doch hier jetzt die Stelle. So, da ist die Kaserne. Die müssen wir blockieren. Na kommt Leute, helft mal bitte hier aus. Es ist schon wieder. Wieso habe ich in letzter Zeit eigentlich so viele Fatal Errors? Okay, jetzt habe ich einen verschiebbaren FE. So. 91, 41, 71. Die Pink Ribbon Armee rückt aus. Ja, ich habe vor einer Weile den neuen Dragon Ball Film gesehen, wo ich bei Dragon Ball echt überhaupt nicht drin bin.
Dragon, ja, Dragon Ball habe ich als Kind aber auch nicht. Ich war bei den meisten Animes tatsächlich als Kind selber raus. Vor allem, weil ich halt, also ich wusste eh nicht, was läuft. Ich wusste nicht, wo es läuft. Ich war auch nicht so der Typ dafür, der dann zu bestimmten Zeiten vorm Fernseher sein wollte. Also, am meisten Dragon Ball habe ich eigentlich inzwischen eigentlich eher bei meinen Verlobten mitbekommen. So, ich bin gerade gespannt, ob es möglich ist, einen alten FE zu bekommen, wenn man schon einen verschiebbaren FE hatte. Oder ob der erste FE praktisch als Impfung fungiert. Und man dann praktisch geschützt ist davor. Verschiebbarer FE fixt das Spiel. Ja, das wär's, ne? Ich meine, wenn es so wäre, müsste man eigentlich ja nur einen Weg finden, die verschiebbare FEs gezielt herbeizuführen. Nicht, dass die FE-Impfgegner kommen. So, ganz ehrlich, selbst ohne, dass man einen zweiten Spieler braucht, man hätte auch einfach einstellen können, dass das Blau verliert, sobald sie keine Kasernen mehr haben. Aber ich sag mal so, die Best Practices beim Kartendesign, das haben irgendwie, haben die Leute das nie rausgekriegt. Ich am Bluescreen zum Hörster X-Zeit einfach das zu weitermachen. Bluescreen als Hintergrund nehmen. Ah, oh, es gibt diesen schönen Programmiererwitz, wo du von wegen, wenn du richtig böse sein willst, dann musst du hingehen und einfach bei einem befreundeten Programmierer einfach hingehen und das Semikolon ersetzen lassen durch ein griechisches Fragezeichen. Setzt dieses Wissen mit Bedacht ein, Leute. Ist doch dasselbe. Ja, äußerlich ja. Aber soviel ich weiß, wird der Code dadurch nicht kompilieren. Let's go. Mal gucken, wie weit wir mit den Kriegsmaschinen kommen. Meine, wir sollen ja Kriegsmaschinen einsetzen. Wir haben 140% Kampfkraft. Zero with Space. Was? War schon Sachen. Screenshot vom Desktop machen, das als Hintergrund setzen, anschließend Tastensperre in Windows aktivieren.
gibt schon gemeine Troll-Moves, die man machen kann. Es funktioniert sogar fast gut. Aber Spam-Klicken ist tatsächlich hier sogar noch schlimmer als bei normalen Einheiten, weil sie sich dann erstmal nochmal bewegen und dadurch nochmal länger brauchen, um das Ziel wieder zu erfassen. So, die möchte ich gerade haben. Hier, kommt mal hier rüber. Okay, der eine Turm reicht mir. Ist ja richtig schlimm. Ah, da oben müssen noch Türme sein. Ja, sieht gerade wirklich aus wie Troja in der Römerkampagne. Einfach Turmspam. Ich finde es halt schade, dass halt Stadtmauern immer so dargestellt werden müssen in der Praxis. Mit rein editierten Staubfußen unter der Fliege. Oh, es ist immer schön, wenn Leute irgendwie auf YouTube so ein, als Avatar so eine Fliege haben und du dann denkst, du hättest wirklich eine Fliege auf deinem Monitor rumlaufen. Eine Statue bitte. Irgendeine besondere? Helena oder hier? Na, dann baue ich hier nochmal den Denker hin. Gibt nur den Philosophen. Imagine man mit Helena. Und das sind nur Türme mit Level 2 Soldaten und trotzdem haben die ja vorhin die Kriegsmaschinen viel zu sehr zerlegt.
Also ich glaube, vielleicht muss man doch noch mal ein paar rudimentäre Kriegsmaschinen-Buffs aufnehmen. Was ist meine so eine große Feldzüge-Kampagne? Ja, es ist halt, ja. Ein paar hatten ein paar interessante Ideen vom Map-Design her, also davon, wie die Karte optisch gestaltet war, aber. Ja. Und vor allem auch, wenn ich die Texte da lese und einfach merke, dass da einfach null Rechtschreibprüfung gemacht wurde. Bluebyte hatte einfach keinen Bock mehr auf dieses Spiel. Und erstmal neue Welt haben sie zumindest noch ein paar Sachen ausprobiert, auch wenn es nicht immer gut funktioniert hat. Und ich finde es auch, ja, das Ding ist mit Metzelvorgaben, ich finde, wenn du halt irgendwann nur noch mit Metzelvorgaben arbeitest, wird es dann irgendwann einfallslos. Dann ist halt jede Karte nur noch eine Checkliste, die du abarbeitest. Das ist bei den Mayas zum Beispiel, wo du irgendwie, wo wir das Problem hatten mit dem Wasser und so. Das war ganz interessant. So, und jetzt kommen wir hier, jetzt haben sie hier eine schöne Siedlermauer durch die ganzen Leute. Warum haben sie das überhaupt rausgebracht? Ja gut, wahrscheinlich. Das war ja ein Community-Pack, also sie haben ja mit der Community die Sachen erstellt. Im Handbuch findet man auch sogar eine Widmung an einen verstorbenen Spieler. Money Grab, ja, so ziemlich. Jo, das hat ja nur ewig gedauert. Okay, es wird kein Feuerwerk, weil die KI dadurch, dass wir die Türme zerstört haben, noch überall Dinge hat. Wäre halt eine Mission gäbe, wo man sich nicht nur stetig 500 Leute metzeln muss, sondern auch mal eine neue Siedlung gründen oder einen bestimmten Punkt verteidigen muss. Ja. So, was sagt die Statistik? Statistik sagt ja.